Hallo zusammen. Ich habe Ihnen und euch heute ein für mich ganz besonderes Buch mitgebracht. Es ist von Irwin und Marilyn Yalom und es heißt Unzertrennlich über den Tod und das Leben. Es ist im BTB Verlag erschienen und von Regina Kammerer ins Deutsche übersetzt. Es ist für mich ein sehr berührendes Buch gewesen. Irwin Yalom ist einer der angesehensten Psychotherapeuten Amerikas. Seine Frau Marilyn war Kultur- und Literaturwissenschaftlerin, Feministin und hat sich ihr Leben lang für Gleichberechtigung in der Gesellschaft eingesetzt. Die beiden haben eine ganz besondere Beziehung miteinander, eine ganz große Liebe miteinander gehabt, muss man sagen. Sie waren, ich muss mal gerade nachschauen, damit ich hier nichts Falsches erzähle, 65 Jahre miteinander verheiratet. Und als sie sich das erste Mal begegnet sind, da war Marilyn 15 und hat gerade die Schule geschwänzt, weil sie die ganze Nacht vom Winde verweht lesen musste. Die Liebe zu den Büchern verbindet die beiden bis zum letzten Tag. Als Marilyn im Jahr 2019 an Krebs erkrankt, beschließen sie, gemeinsam dieses Buch zu schreiben. Es ist sozusagen ein Monatstagebuch, wenn man so sagen darf. In diesem reflektieren sie nicht nur ihr bisheriges Zusammenleben. Sie waren nicht nur unglaublich ineinander verliebt, sie waren auch gegenseitig Kritiker, sie waren Stützer, sie waren ein und alles füreinander. Nein, jeder beschreibt in seinem Monat, was ihn bewegt. Sie setzen sich auseinander mit dem Älterwerden, mit dem Alleinsein, mit Trauer, mit Liebe, mit dem, was das Leben ausmacht eigentlich. Und sie setzen sich auch ganz intensiv damit auseinander, was diese Krankheit mit ihnen beiden macht. Und was es bedeutet, und das war für mich eigentlich das Berührendste und das Wichtigste, bis zum Schluss ein würdevolles, selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist ein ganz großes Thema in diesem Buch. Und das machen sie auf so ehrliche und auf so empathische und liebevolle Art und Weise, dass man mitfühlt, dass man ganz tief in diese beiden Leben eintaucht. Sie erzählen davon, wie es für sie ist, als die Freunde natürlich alles in Bewegung setzen, um sie zu unterstützen während der Zeit von Marilyns Krankheit. Sie haben auch Verständnis dafür, dass es Freunde gibt, die sich zurückziehen, weil sie einfach nicht damit umgehen können. Das muss man akzeptieren. Das ist, glaube ich, einfach so. Irwin wird dieses Buch alleine zu Ende schreiben, denn Marilyn geht ganz selbstbestimmt von dieser Welt. Ein Buch, das natürlich auch traurig macht, es setzt sich auch mit Trauer auseinander, aber ein Buch, das auch Mut machen und Hoffnung geben soll. Er beschreibt, nachdem seine Frau von ihm gegangen ist, 100 Tage, nachdem er, wie er feststellt, ein auf sich gestellter Erwachsener, das erste Mal ein auf sich gestellter Erwachsener zu sein. Es ist ein Buch, das einen zutiefst berührt. Das ist die Geschichte einer ganz großen Liebe. Sie haben viele Reisen gemeinsam gemacht. Sie haben immer die Liebe zu den Büchern gelebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben sich inspiriert. Sie waren füreinander da, ein Leben lang, bis zum Schluss. Ein Buch, das ich euch ganz besonders, euch und Ihnen ganz besonders ans Herz legen möchte, weil es von all dem erzählt, was uns Menschen ausmacht, dem wir begegnen und mit dem wir so im Allgemeinen zurechtkommen müssen. Und eine unglaublich bewegende Geschichte. Keinerlei Kitsch, einfach ganz ehrlich und ganz besonders erzählt.
Und ja, für mich eine der berührendsten Geschichten, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Irwin und Marilyn Jalom, unzertrennlich.